Triaden und andere kleine Fische. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Nein, er war auch diesmal wieder nicht da. Hallo Freunde, kommt ihr mit mir? Jawohl, sehr schön. Na dann. Ach, siehst du mal, jetzt hätten wir sowieso ein Gewehr gekriegt. Ach, das war gar nicht der Wagen, den ich gerade noch hatte. Hey! Komm lieber mit mir mit und kämpf gegen die Triaden. Alter, ist das dein Ernst? Oh, fuck you, ey. Willst du mich verarschen? Ja, komm. Ja, genau. Verhafte mich. Es ist unfassbar. Ich dachte, das wäre das Auto, mit dem ich gerade angekommen bin. Ich wusste nicht, dass das ein anderes Auto ist. Und dass dieser Mafia-Arsch sich dann so kackbratzig verhält und gleich mal auf mich zu schießen anfängt. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Gerade erst losgegangen und schon ist alles wieder scheiße. Hätte ich doch einfach den geparkten Kuruma genommen. Dann hätte ich mir den ganzen Scheiß ersparen können. Okay, damit ist sämtliche Munition wieder weg und wir müssen dann tatsächlich auf die 25 Gewehrschüsse vertrauen, die wir da zur Verfügung gestellt kriegen. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass wir effizient genug töten und dann auch neue Waffen erhalten von den Leuten, die wir umbringen. Von daher, das wird schon gut gehen. Mach dich mal vom Acker hier, Gorilla. So, Versuch Nummer 2. Auch wenn man das ja nicht wirklich einen Versuch nennen konnte gerade eben. Ach, jetzt habe ich auch das 20. Das hat tatsächlich von die 5 Schuss, die ich vorher eingesammelt habe, mit reingenommen. Na, klasse. Okay, auf geht's. Wir sind schon mal weiter als beim ersten Versuch. Das ist schon mal ganz gut. Wäre jetzt allerdings auch traurig gewesen, wenn ich nicht mal das geschafft hätte. So, dann schauen wir mal. Ziel Nummer 1. Ah, natürlich in der Fußgängerzone, wo sonst? Alter, ist hier was los. Ja, lass einfach reinrennen und den Typen umnieten. So. Das lief gar nicht mal so gut. Da ist er mit einem Schlag Krieg. Das ist ja Wahnsinn. Das läuft irgendwie gar nicht so, wie es sollte. Oh, scheiße. Okay, Versuch Nummer 3. Großartig. Großartig, wie das läuft. Ich bin so begeistert. Tony, was hast du dir da bloß für eine Scheiße ausgedacht? Wie genau soll man das denn ordentlich hinkriegen? Vor allen Dingen, weil halt auch wirklich nicht nur die Triaden von der Mission da rumspringen, sondern auch massig viele, die einfach gerade zufällig anwesend sind. So. Nächster Versuch. Alle rein. Alle gesichtslosen Mafiosi. Entschuldigung. Und dann versuchen wir es doch einfach nochmal. Ich bin so begeistert. Okay, fangen wir vielleicht mal hier unten an. Es kann ja nicht überall Fußgängerzone sein, oder? Nein, hier sieht es besser aus. Dann machen wir doch erstmal den Spaß. So, und zwar auf die gute alte Überfahren-Methode. Oh, an den kommen wir gar nicht ran. Ja, dann müssen wir den halt zumindest mal so erledigen. Aber das kriegen wir noch hin. Was? Die sind nicht sonderlich hilfreich, die Mafiosi, muss ich feststellen. So, können wir jetzt wieder aufbrechen? Ich stecke schon wieder fest. Mann, macht euch mal vom Acker hier. Ich will doch bloß in die Karre rein. So, schnell weg. Da lag zwar schön viel Munition für uns rum, aber ich glaube, auf die muss ich jetzt gerade mal verzichten. Einfach aufgrund
der Gefahr für mein Leben. Alter, was ist denn hier los? Das ist ja Wahnsinn. So. Ich glaube, ich nehme mal die MP hier in die Hand dafür. So, das war's für ihn. Okay. Ist Sicherheitsabstand dabei? Oh, Alter. Ernsthaft jetzt? Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin gerade. Und die Mafiosi, die waren jetzt auch eher hinderlich als hilfreich. Entschuldigung. Aber ich glaube, er ist doch noch irgendwie zu Tode gekommen, der Typ. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich nehme es einfach so hin und würde sagen, wir verziehen uns erstmal aus der Ecke. Jetzt wäre bloß ganz hilfreich zu wissen, wo war denn hier jetzt gerade das Krankenhaus? War das hier nicht in der Ecke irgendwo? Wartet mal kurz. Ah ja, genau. Dann gehe ich mir noch mal ganz kurz so mitten in der Mission Leben holen. Was haltet ihr davon? Damit ich jetzt nicht erst Gefahr laufe, wieder umgebracht zu werden. Ach, wir haben bloß noch einen dabei. Den anderen Gorilla hat es dann doch erwischt. Na gut, kann ich mit leben. Vielleicht sollte ich mal das Auto wechseln. Ich mach das mal kurz. So, mein Freund, raus da. Ist, glaube ich, nicht die schlechteste Idee. Wenn man bedenkt, dass da doch ab und zu geschossen wird und meine Karre dann recht schnell Feuer fangen könnte, dann können wir doch einfach schon vorher mal wechseln und umgehen dieses Problem. Okay. Zumindest lebenstechnisch sind wir wieder gut dabei. Das ist schon mal ein Vorteil. Oh nein, ein abgeschlossenes Gelände auch noch. Du brauchst einen Triadenparkwagen, um da reinzukommen. Ha! Glückwunsch! Das sind ja ganz super Ideen, die ihr hier habt. Oh, wunderbar. Da haben wir doch direkt schon, was wir brauchen. Ist doch einer, oder? Zählt der? Wir probieren es mal. Weil das waren doch auch bloß einfache Mules gewesen, hätte ich gedacht. Sag mal bitte, dass der zählt. Der sieht genauso aus wie der da drin. Nein, der zählt natürlich nicht. Okay, die Markierungen drauf sind anders. Das Logo ist anders. Wir haben natürlich nicht das Fischlogo drauf. Okay, schauen wir mal kurz den. Wo ist denn der jetzt hin? Da war doch gerade noch einer. Ja. So, dann müssen wir wahrscheinlich mal ein bisschen hier im Kreis sein. Halt. Da haben wir doch schon, was wir brauchen. Oder? Nein, haben wir nicht. Ach, Mann. Ihr könntet wenigstens ein paar Triaden inklusive Wagen zur Verfügung stellen, wenn ihr schon solche Ansprüche stellt hier. Gut, dass er gar nicht irgendwie ein bisschen aufgekratzt ist mit seiner Hupe. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen in Ruhe um hier. Irgendwo hier, sollten wir doch mal einen finden, oder? Fahren wir eben nochmal richtig ins Kerngebiet der Triaden rein. Bist du zufälligerweise ein Triade? Nein. Zumindest wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig gesehen habe mit der Markierung an der Seite. Weg da! Okay, was haben wir noch? Ist aber auch Krieg irgendwie, ne? Hier ist richtig Krieg. So, hier haben wir aber den richtigen Wagen. Würde ich denken. Wow. Ruhig bleiben, Alter. Ruhig bleiben. Ja, das sieht gut aus. Den nehmen wir an uns. Komm rein. Siehst du mal, hier hätten wir sowieso bloß noch einen mitnehmen können. Mehr Platz ist ja nicht in dem Wagen. So, der kommt mir auch gleich ein ganzes Stück leistungsfähiger vor. Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass die Triaden ernsthaft LKWs tunen, oder? Also hier so kleine Packwagen tunen. Das ist irgendwie ein bisschen bizarr, muss ich sagen. Na gut, was soll's. Wir haben also die Verkleidung.
Lasst uns rein. Lasst uns rein. Wie viele gibt's denn hier? Ich will ja ein bisschen mit Bedacht vorgehen am besten. Ah, okay. Sind das alle? Das kriegen wir hin. Aber ich glaube, dann nehme ich mal wieder die Pumpgun dazu. So. Wunderbar. Das lief doch ganz formidabel. Und tschüss. 30.000 für uns. Grandios. Okay, wir machen uns zum Acker. Import-Export-Garage, Portland Harbor. Wir haben Bestellungen für verschiedene Fahrzeuge. Ja. Näheres steht auf unserem schwarzen Brett. Nein, danke. Könnt ihr alleine machen. Bin jetzt nicht so scharf drauf. Okay, die Mission hat es schon ein bisschen in sich gehabt. Und Tony hat schon wieder eine Mission für uns. Na gut, ich mach mal ganz kurz mich auf den Weg wieder zur Heilstation hier. So, und dann wechseln wir vielleicht auch mal das Fahrzeug. Das wäre, glaube ich, auch ganz witzig. Ja, wir nehmen den dafür, genau. Hier wird es aber irgendwo einen PKW geben, oder? PKW? Keiner? Irgendwo? Ah, hier geblieben. So, eine Mission machen wir noch und dann werde ich die Aufnahme auch schon beenden. Heute mal ein bisschen kürzer das Ganze. Okay. Tony hat also jetzt den Krieg richtig in die Triaden reingebracht, beziehungsweise der Krieg war ja schon da, wenn wir gesehen haben, wie sich die Mafiosi und die Triaden da gegenseitig weggeschlachtet haben. Da musste man keinen Krieg mehr hinbringen, aber wir haben jetzt ordentlich was an Hauptmännern bei denen weggehauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Pickelst du da gerade hin? Nee. Okay, egal, wir gehen einfach mal die Mission annehmen. Explodierende Fische. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the Triads and Liberty once and for all. 8-Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer. So if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. 8-Ball says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart. So you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Klingt sympathisch. Okay, wir müssen also tatsächlich fahren, ohne irgendwo anzuecken. Hoffentlich kriegen wir das hin. Schauen wir mal. Weg da! Ja, ja, das sind halt die Bullen hinter uns her, ist mir auch egal. So, ich vermute mal, das wird dann wieder so ein Wagen wie gerade eben im Prinzip schon sein. Ich meine, wenn wir nicht so schnell fahren... Ach nee, ach ja, Müllwagen hat er ja gesagt, stimmt ja. Noch viel besser. Wenn wir nicht so schnell fahren, dann sollte das ja eigentlich machbar sein, sage ich mal. Schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Okay, wir haben... Naja, einen Zeitzünder hat er ja auch gesagt. Verdammt. Okay, wo ist denn hier der Ausgang? Hier. Und schon Schaden. Bumm, tot. Nein, ganz so schnell geht es ja noch nicht, aber... Ein bisschen aufpassen sollte man vielleicht schon. Man hätte ihn aber auch besser platzieren können, muss ich sagen. Also bis man da erstmal die Ausfahrt genommen hat, da ist schon so viel Zeit vergangen. Gut, egal. Wir machen uns auf den Weg. Ich hoffe mal, die Zeit reicht trotzdem. 2 Minuten sind ja eigentlich ganz komfortabel. Wobei die Sache ist, wir fahren eben mit einem Müllwagen. Ne? Die ist nicht gerade der Sportflitzer schlechthin. So, fahren wir mal hier lang. Ich glaube, das ist vielleicht besser als die andere Straße zu nehmen. Ist das jetzt wieder in der Ecke, in der wir gerade eben schon waren, in der wir die Leute umgebracht haben? Könnte sein. Okay, jedenfalls sind die Straßen relativ leer. Das ist ja schon mal zu unserem Vorteil. Ja, ich glaube, das ist wieder die gleiche Ecke. Vermeidet bitte auf mich zu schießen. Das wäre sehr freundlich. Wobei das ja offenbar nicht zum Schaden beizutragen scheint. Ja, das ist nochmal genau die gleiche Ecke. Okay. Das hätten wir. Ist bloß die Frage, liefern wir uns dann ein Feuergefecht mit den Leuten, die noch am Leben sind hier drin?
So. Stellen wir die Kiste mal hin. Aktiviere die Autobombe und dann nichts wie weg. Wie aktiviert man die gleich nochmal? Ach so. Jetzt aber raus. Jetzt aber raus. Lauf! Oh Gott! Ich glaube, das hat funktioniert. $30.000 für uns und wir sind irgendwie am Arsch, denn wir kommen ja nicht raus. Das ist ja geil. Ich glaube, wir werden gleich sterben. Es sei denn, die öffnen das Tor für uns, wenn wir hier den Triadenwagen nehmen. Ja, danke. Du hast unsere Hütte in die Luft gejagt. Wir lassen dich wieder raus. So, damit sollte das Triadenproblem vorerst erstmal abgearbeitet sein oder zumindest eingedämmt sein. Die Mafiosi haben an der Front wieder Ruhe und ich glaube, Salvatore kann uns jetzt ziemlich gut leiden. So wie Tony und die anderen wahrscheinlich auch. Also, wir haben uns jetzt richtig einen Namen gemacht in der Mafia, in der Leone-Familie. Und sind nicht mehr nur irgendwer. Das sind gute Vorzeichen für das nächste Mal, wenn wir uns dann wieder hier fröhlich vergnügen wollen in Liberty City. Und natürlich ist unser großes Ziel, nicht nur hier irgendwie die Karriereleiter hochzusteigen, ja, weg mit der Kiste, und erfolgreich zu werden in dieser Stadt, sondern wir dürfen nicht vergessen, eigentlich müssen wir noch Rache an Catalina nehmen, ne? Das ist ja eigentlich unser Ziel. Tja, steht noch viel vor uns. Und es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir dahin kommen, dass wir in die Lage kommen, irgendwie Rache nehmen zu können. Wir haben auf jeden Fall schon mal ziemlich gut Geld. Wir sind schon bei 250.000. Es sieht also gut aus für uns. Also momentan kann man nicht meckern. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann für Salvatore weitermachen. Bis dahin macht's gut und haut rein!